So. Ah, dieses, du sollst nicht bohren. Rein da. Ghostbusters. Dachte ich mir. Nee, den siehst du auch ohne. Den siehst du auch ohne? Ja, du brauchst Pfeile. Ja, Bombe! Willst du auch eine? Kannst du haben. So, lass doch die Bombe in Ruhe. Ich treff den auch noch, Alter. Geh mal. Geh doch mal weg, Digga. Guck, der ist ja relativ mittig abstürzt, weil wir brauchen die den Geist, wo er liegen lässt. Boah, Taya, Alter. Alter, du machst halt aber auch ganz kirre mit deinem Z rumgedrücke, ne? Taya macht mich kirre, Digga. Block ihn doch einfach mit dem Schild. Ich probiere es stylisch auszuweichen, aber funktioniert nicht. Hinfort! Mit dir, Geist. Du wirst gleich Mumien-Ragout, Digga. Wenn ich mit dir fertig bin. Ja, den habe ich dezent gut positioniert. Mhm. Du hast einen Nachtschwärmer gefangen, wunderbar. So, direkt rüber zu dem, der Geist will, oder wollen wir noch hier ein paar ablaufen? Weil ich weiß nicht, ob es hier noch Nebensachen gab. Ja, hier, also die eine Tür. Links ist ja noch offen, ne? Da sollten wir auch mal reinglotzen. Ja, und wir haben vorne ja noch welche. Die ist nicht offen, hier steht aber noch einer. So, was wolltest du? Der wollte das heiße Quellwasser haben. Ja, genau. Ja. Ach, stimmt, den müssen wir. Den können wir noch nicht, ja. Och, geh mir doch mal von der Pelle, Alter. Das sollte eigentlich machbar sein. Zeit genug ist den Run. Ich will jetzt aber mir jetzt hier mal kurz einen Überblick machen, weil dadurch, dass ich ja spiele, muss ich mir einmal den Weg kurz merken. So, hier lang. So, jetzt sind wir in dem Zwischenraum. Jetzt müsste es hier wieder hochgehen. Ja, an sich sind das ja nur vier Räume aneinander. Da hinten müsste... Ach, verpiss dich. Och, Leute. Ist egal, Slavi, da musst du jetzt mit klarkommen. Da hinten ist eine Feenquelle. Zähne zusammenbeißen und durch, nicht wahr? Mhm. Ich würde jetzt aber auch gerne mal wissen, was hinter dem heißen Quellwasser ist. Da ist mit Sicherheit irgendwas hinter, was wichtig ist. Scheiß Kabelhand. Die ist zu dünn dafür, das habe ich mir gedacht. Die Bombe geht 100 pro aus. Alter. Ja, so geht's auch. Yay. Wir müssen uns von der Fee verabschieden. Jo. Oder soll ich das Wasser auskippen? Das, ja, ich kann das Wasser auskippen. Ja, das ist das, natürlich. Ist ja Käse. Genau, das ist das abgekühlte Wasser. Wie dem Wasser hinterher guckt. So, nur aber Stoff. So. Achte, falls ich mich verfranz. So, zack. Zack. Rechts um. Das ist links. Ja, jetzt bringst du mich schon durcheinander. Siehst du? Alter, ich sag rechts und du läufst links. Go, 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 go! Joa, Glück gehabt. Das Glück ist mit den Slavis. Links, links, links. Ja, bleib cool. Ab hier war sie auch noch. Geradeaus durch. Vergess nicht die Mumienmaske dann zum Reden. Die habe ich momentan gerade gar nicht ausgerüstet. Ach, Leute, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Wunderbar. Ah, hinfort. Ah, gib etwas, womit man einschmelzen kann. Ah, dieses, du sollst es nicht bereuen. Ah, heiß. Was ist das? Ein Glück. Eine Kuh! Dein Ernst? Irgendeiner will Milch, 100 pro. Jo.
Gott, du armes Tier, wer hat dich denn hier hingebracht? Meine Güte. Schade, dass ich die... Schade, dass ich die Mumu-Maske nicht hab, Alter. Mit der könnte... Ich glaube, mit der kannst du mit den Viechern reden, ne? Stimmt. Die haben wir noch nicht. Wir waren noch nicht in der Bar. Nee. Doch? Doch, da ist sie. Wann haben wir die denn geholt? Ah, die kam von Romani, ne? Hm. Und jetzt? Die will aber nicht mit uns reden. Die hatte doch noch irgendeinen anderen Zweck. Sieht so cool aus. Ja, du kommst damit ja in die Milchbar rein, ne? Agathe! Gott, guckt euch diese Augen an, dieses arme Tier. Es tut nix und muss hier komplett alleine. Fressen. Fressen. Ja, wenigstens hat's Futter, aber trinken hat's nicht. Befreiung für die Kuh. Seid ihr dabei? Wir starten eine Petition. So, ja, wie kriegen jetzt Milch von dem Drecksvieh? Ja, mit Eponas Lied, ne? Genau wie in OOT. Er steht da mit der Kuhmaske. Ich hätte gerade schon wieder fast Dieter Schwing gemacht, ich Vollidiot. Aber wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ein Safe State. Ah, schöne Musik, die eine Menge an die Weide. Ich höre diese Melodien, so verspüre ich den Drang, Unmengen von Milch zu produzieren. Ich gebe dir gerne etwas davon ab. Milch ist sehr gesund. Ach, Agathe, wir werden dich nicht vergessen. Wo kommt der Sticker her auf die Flasche? Ich habe keine Ahnung. Sagen wir nochmal auf Wiedersehen ein letztes Mal. Tschüss, Kuh. Tschüss, Kuh. Kam sehr gut. Schön. Wir werden immer an sie denken. Jetzt traurige Musik einspielen. Oh. Armes Viech, Alter. Kann mal jemand die Peter anrufen? Obwohl, nee, die Peter, die holen die Kuh zwar raus, aber töten die danach. Pimmel mal hier nicht mit den Kraken rum. Weg hier. So, rumgealbert. So, was brauche ich denn jetzt? Ich brauche wieder die Hasenmaske. Sieht doch mal die Kuhscheiße aus. Wo er recht hat. So, wo lang? Ja, wieder zurück, ne? So, hier haben wir den ja jetzt alles, ne? Ja, ja, genau, der Flügel müsste durch sein. Und dann rechts. Zack. Rechts ist Wand. Rechts, hab ich rechts gesagt. Rechts war Wand. Das ist links, du Lappen. Nein, weißt du nicht, wo rechts? Hast du nur kleine Links- und rechts? Geh wieder rein. Digga. Geh wieder raus und lauf dann rechts. Dieselbe Tür. Gehst du raus und jetzt läufst du rechts. Ja, jetzt ist rechts Wand. Ach, da ist eine Tür. Sag das doch. Einmal mit Profis arbeiten. Das macht einfach zu sehr Spaß. Außerdem, wer weiß, ob wir den Stock nicht auch irgendwann brauchen können. Den Krückstock. Selbst wenn wir den nicht bauen, habe ich einen Stock dabei, um den hier auf die Nuss zu hauen. Ja, auf Stock, die Deko-Nuss. Bringt das was? Ne, nur Dekoration. Bam, 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 mal bam, die Kuh bam. Weg. Ich bin dabei. Digga, ich gehöre zu dir. Okay. Hinfort. Gib mir einen Geist, einen großen. Sollst du haben. Groß genug sollte er sein. Bitteschön. Ah, dieses, du sollst freuen. Nein! Gibt's Geister-Ragout heute zum Mittagessen? Waren wir in dem anderen Raum jetzt? Nö, aber ich kann da gerne reingehen, wenn es dich danach dürft. Geh da nochmal rein, weil hier geht's nämlich eigentlich weiter. Du wolltest doch was Krabbeliges, glaube ich, ne? Nein, fort. Gib mir ein kleines Krabbeliges. Haben wir dabei, mein Freund, Sie haben bestellt einen Kiffel, bitteschön. Kiffel? Ah, dieses, du hast ihn, Freund. Sehr schön. Und wir sind mit Sicherheit jetzt schon doppelt über die Zeit, oder? Oh shit, ich glaube, den Rest müssen wir mit Stöcken machen. Ist ja kein Problem. Die zwei mache ich an.
So, und der Rest, da renne ich dann mit einem Stock rum. Ja, ich höre das. Hier ist irgendwo ein Skulltuller. Ja, genau, da ist er nämlich. Verpiss dich. Alter, ich bin eingesperrt. Ja, scheiße. Pfeile. Komm ich nicht raus. Ah, das ist das Schöne. Da waren sie doch ein bisschen human mit der Zeit. Ja, ein kleiner Raum. Alter! Alter, der ganze Raum ist voll von den Biestern. Mhm. Hast du Slavi? Wenn da jetzt nur Kohle drin ist, ne? Oh, fick du das Kiel, Alter. Slavi macht auch Troller. Schnell noch Wisches. Ich mache mal einen kurzen technischen Schnitt, weil ich immer so Panik habe, wenn ich zu lange aufnehme, dass die Tonspur asynchron wird. Okay. So, wieder drinne. Nee, hier sind nur Geister. We no call. Go, Slavi. So, alles klar. Dann gehen wir da, wo es weiterhin geht. Wir haben irgendwo einen Raum sicher verpasst. Oder haben wir bis jetzt alle Türen geöffnet? Wir haben alles mitgenommen bis jetzt. Hier ist der eigentliche Weg. Wow. Das geht gerade... Man sollte es vielleicht nicht so laut sagen, aber bis jetzt geht es ein bisschen zu flüssig durch. Meinst du nicht auch? Und jetzt hätten wir noch einen Feuerpfeil jetzt gebrochen. Genau, in dem Moment, wo ich es gesagt habe. Scheiße. Spawnen die Geister Magie? Lauf weiter. Okay, gut. Sonst hätte ich nochmal in den Krügen nachgeguckt. Jetzt wird's dunkel. Slavi, du musst keine Angst haben, wir sind bei dir. Cool, Digga. Ich gehöre zu dir. Ich bin in deiner Gang. Ah, hinfort. Gib mir etwas Kalziumreiches. Ja, ein bisschen Milch ist gut für deine Gesundheit, mein Freund. Vor allem du brauchst sie jetzt gerade. Ah, dieses, du sollst nicht bräunen. Jo, das war's. Jo, läuft. Das war's, meine Freunde. Das war's. Scheiße! Euer Ernst. Warum haust du denn auch immer die ganze Magie auf den Kopf? Entschuldigung. Ja. Ganz großes Kilo. Geht ein Pfeil raus. Natürlich nicht. Ganz großes Kino. Hier kann man doch mit Sicherheit irgendwo Magie farmen. Ich gucke jetzt nochmal in den vorderen Bereich bei den Krügen nach. Und sollte das länger dauern, werde ich aber hier einen Schnitt eben für euch machen, Freunde. Oder ich werde das dementsprechend, wenn es zu lange dauert, schneiden. Wir haben ja jetzt alles offen, das sollte ja jetzt nicht das Problem sein. Mhm. Eigentlich sollte Magie in den Räumen drin sein, wo du die Spinnennetze weghaust. Weißt du, wo ich meine? Weil du dafür ja normalerweise Magie brauchst, um an die jeweiligen Orte ranzukommen. Ey, jetzt halt ich mir die ganze Zeit zurück. Halt, Plan B. Was denn? Kommen wir mit einem angezündelten Stock durch Türen? Das kann ich dir nicht sagen. Die Frage wurde sowieso gerade beantwortet. Teste mal. Ja, hier. Genau. Jetzt können wir es direkt durchlaufen nochmal. Danke, Hand. Hast du es schön gemacht. Hoffentlich bist du stolz auf dich. Oh, da könnten wir. Da könnte drin sein. Da könnte Glück. Da haben wir auch noch gar nicht reingeguckt in das Eck. Ah, hier ist die Ecke für die Dekostäbe. Ja, gut. Hier ist aber auch so ein Eishandel. Mach den mal weg. Alter, Grafik trollt. Ja, Pfeile. Schön, toll. Kann ich mir jetzt auch nichts mehr von kaufen. Shit. Boah, meine Güte, bei mir... Nimm mal so einen Stock mit, so einen brennenden. Ja, aber erst, wenn ich im hinteren Bereich bin. Ach, du willst nur gucken, ob es funktioniert. Nein, wir können ja mal die Spinnennetze aufmachen. Alles klar. Also soll ich nochmal in den vorderen... Nee, jetzt sind wir ja hier. Dich. So, kurz ein Prozess hier, als ob ich mich hier lange mit dem unterhalte. Gehst du aus? Hier könnten wir Glück haben. Natürlich nicht. Alter, hier sind nur Käfers. Ja, das ist scheiße. Das ist dezent scheiße. Komm, Kuh, du hast ja wohl Magie für uns. Ja, Garte, war zwar schön, dich wiederzusehen, aber das ist dezent bescheuert.
Vielleicht bei dem Raum, wo der Geist gespawnt ist? Nee, probier. Dein Ernst? Nee, oder... Der spawnt neu? Okay, gut zu wissen. Ja, ist egal, aber ich ignoriere ihn. Drauf. Ich ignoriere ihn. Pfeile. Pfeile. Na, lass mich raten. Pfeile und Pfeile. Pfeile. Und? Pfeile. Scheiße. Hier muss er wohl irgendwo... Alter, das ist ein Dungeon, der auf Items aufbaut. Hier muss es ja wohl irgendwo Magie geben. Nee, dann scheiß doch jetzt drauf. Nee, dann machen wir es mit dem Stock. Okay. Ja, dann machen wir es mit dem Stock. Weil ich kann es dir jetzt gerade auch nicht hundertprozentig sagen, ob Slavi den Stock wegpackt, wenn er halt, wo willst du denn hin? Ja, ich latsch gerade zurück, ich sehe es auch. Ja, jetzt hol doch mal so ein Ding raus, mein Gott. Ich würde jetzt aber auch gerne Stoff geben, weil ich möchte gern den Tagesrhythmus so weit schaffen, dass wir vor dem Tempel stehen. Und wir in der nächsten Session du direkt mit dem Tempel anknüpfen kannst. Alles klar, es funktioniert. Dann mache ich aber den Stock jetzt nochmal aus. Weil du, ich schaffe es. Ja, da drin nicht. Ist schon zu spät. Ah, alles klar. Nee, gut, dann machen wir es so. Ist ja gar kein Problem. Wir haben ja die Hasenmaske. So, zack. Dann machen Stock wir hält den an. Machen wir die nochmal aus. Machen wieder an. Machen die weg. Ja, der kann sich da oben ins Knie ficken, ich sehe dich. Da sind ein paar... Alter... Das kann nicht sein! Ich stand im Zwischenraum, Alter! Hast du das gesehen? Alter, die Hand geht mir gerade echt auf den Sack. Falsche Richtung. Die hat uns doch am Anfang des Dungeons wieder gehauen, guck doch mal. Ja, aber da oben geht's nicht weiter. Wir sind doch... Das ist der falsche Weg. Sind wir nicht immer Richtung Norden gegangen? Nein. Ach ja, vielleicht sollte Wishes mal ein bisschen unten auf die Karte gucken. Ey, wir sind da so schön durchgekommen, Jan. Und jetzt zum Ende so eine Kacke, weißt du? Diese Hand, ey. Grabbelhändchen. So schön durchgekommen, ohne lange Vorreden. Ach. So, jetzt. Soll ich auf die hier scheißen? Ich höre sie schon wieder. Ich höre sie. Nein! Mann! Och. Ich raste aus. Du rastest aus, obwohl du gar nicht spielst. Alter, ohne... Ich renn da jetzt durch. Oder glaubst du, da ist noch irgendwas Interessantes? Renn einfach durch. Scheiß drauf. Mir geht's auf den Sack hier unten langsam. Wir sind schon 50 Minuten hier unten. Wobei man echt sagen muss, wir sind gut durchgekommen, ne? Bis auf das Ende jetzt mit den fehlenden Freunden. Oh Mann, ey, krass. Ja, mit Stock durchrennen, bitte. Jetzt habe ich das Feuer liegen lassen. Oh, ich bin gleich tot. Egal, wir haben eine Feder bei. Wir haben keine rausgelassen, ne? Da, sie kommt schon wieder. Sie kommt schon. Wir haben eine Fee, bleib cool. Das Problem ist jetzt aber, wenn die Fee jetzt kommt, ich setze hier mal ein Safe State. Wenn die Hand dich jetzt nochmal greift, ne, explodier ich. Renn zurück. Kill sie! Sie ist wieder weg. Ich werde dich jetzt nicht mal bald eingehen. Slug, sie will Blut sehen, Alter. Ja. Weiter. Boah, da kam sie schon wieder, die Ratte. Die Fotzenhand, ey. Die Fotzenhand. Unglaublich. Die Fotzen da oder rein. So heißt der Part, Alter. Oh Mann, ey. Ja. Boah. Alles Handarbeit. Slugsy, ey. Bist du umgekippt? Oh, ich würd's gern. Und da haben wir es, das Spiegelschild, Leute. Schön. Jetzt geht's nur noch in die Kana-Tempel hoch und dann haben wir das Ding. Oh, dann haben wir's. So. Es geht voran. Ach, das Ding ist ja automatisch ausgerüstet. Naja, setzt es ja. Mach da jetzt mal den Ausgang hier, da. Ach, schön, schön. Oh, wunderschön. Die Hand trollt nochmal richtig hart. Ach, schade, ich wollte es cool machen.
Alter, die ist voll creepy, die Sonne. Sorry, Alter. Die ist für Albträume gedacht. Kann ich mir nicht anders vorstellen. So, zack. Raus hier aus dem Puff. So, und jetzt hoch zum Ikana Canyon. Wir müssen jetzt nur noch den Song lernen. Dann können wir in den vierten Tempel rein. Was für ein Song? Den Song. Den Teilsong. Den brauchen wir. Ach so, ja, im Dungeon. Frame Wait! Fuck, was ist. Alter! Ey, komm mal klar! Leute, hier sehen Sie Majora's Mask mit einem Frame. Machen wir hier einen Schnitt, Alter. Ich mach mal einen kurzen Schnitt. Geht wieder, hast dich beruhigt? Was war das denn? Alter, ich glaube, mein Rechner hat gerade einen Schlaganfall gekriegt. Einen? What the fuck? Haben wir. Ey, ich hab 600 GB frei, kann doch nicht sein. Alter. Und herzlich willkommen, Ruinen von Ikana. Das müssen wir jetzt auch noch durchrotzen. Auf jeden Fall. Ich würde aber mal. Wir sind ja jetzt eigentlich bei einer Stunde, das wären jetzt vier Parts. Sollen wir hier jetzt mal einen Allgemeinschnitt machen, damit wir wieder vernünftig anknüpfen? Ja, aber noch haben wir das Fass. Wir dürfen. Ich würde aber gerne meine Audio, meine Audiospur mal abspeichern. Ja, mach ja, mal. Ja, gut. Dann machen wir hier jetzt nochmal einen offiziellen Schnitt und verabschieden uns bei euch. Jo. Und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Dann geht's hoch zu den Ikana-Ruinen. Bis denn, ey. Haut rein, ciao.